Italien gegen Schweden live aus Toulouse im Stade Municipal. Ja, eigentlich zwei Top-Mannschaften in Europa. Italien natürlich ein bisschen mehr als die Schweden, aber Schweden ist nicht zu unterschätzen, meine Freunde. Es gab dieses Duell sechsmal, viermal Italien, ein Unentschieden und einmal ging das Spiel an Schweden. Der letzte Sieg von Schweden und der einzige war, ja, 25. Juni 1950. Also eigentlich kann Italien jetzt schon den Sack zumachen hier. Aber jetzt erstmal die Nationalhymnen. Oder auch nicht. Oder doch. Italien gegen Schweden. Ja, letztes Spiel dieser Mannschaften war am 18. November 2009. Da gewann Italien 1 zu 0 gegen die Schweden durch ein Tor von Chiellini in der 28. Minute. Ist egal, ein paar Fun Facts zwischendurch. Ihr kennt mich, mache ich bei jedem Spiel eigentlich. Oder versuch's zumindest reinzubauen. Ja. Das Spiel mit den meisten Toren übrigens bei diesem Spiel ist das von 1950, wo Schweden 3 zu 2 gegen Italien gewonnen hat. Das war bei der WM. Und 1970, wo Italien Weltmeister wurde. Nee, Quatsch. Doch. Wurde 1970 nicht Weltmeister? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist ein bisschen schlecht, dass ich es nicht mehr weiß. Ich weiß es nicht mehr. Ist Italien Weltmeister geworden 1994? 1994, genau. Da waren sie im WM-Finale. Scheint so irgendwie, oder? Kann das sein? Weil irgendwie sehe ich Brasilien nicht. Doch, da. Ja, und das Spiel läuft. Ich muss das nochmal nachchecken. Nicht, dass ich irgendwas Falsches gesagt habe. Ranocchia. Pirlo wird gesucht, wird gefunden. Candreva wird erstmal hier umgesetzt, aber es gibt Vorteil und Pirlo! Und damit gibt es den Freistoß hier. Gibt es auch schon die erste gelbe Karte? Gerade mal 5 Minuten gespielt. Ja, gibt die erste gelbe Karte und das zu Recht. Hat den Vorteil abgewartet. Und hat dann entschieden, nee, so nicht, mein Freund Ekdal, so nicht. Das sagt hier auch nochmal dieser Italiener hier. So, jetzt wird's interessant. Pirlo beim Freistoß. Andrea Pirlo. Ja. Das ging ja schnell. Und was ein Strahl. Aber was für ein Schuss. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber sowas von oben in den Winkel. Boah, keine Chance. Boah. Was ein Pfund, ey, was ein Pfund. Andrea Pirlo. Und ich habe soeben gerade die Info bekommen, Italien war 1970 Vize-Weltmeister hinter Brasilien. Ich erinnere mich doch wieder, ja. Stimmt. Aber was war das denn für ein Schuss? Also, boah. Besser kannst du so ein Spiel nicht anfangen. Und Ekdal ist der Unglücksrabe mit seiner gelben Karte.
gleich doppelt bestraft, sozusagen, ne? Gelb und Gegentor. Ibrahimovic. Ja. Gibt es Eckball? Ja, es gibt Eckball, ne? Wollte ich gerade sagen. Italien muss schon jetzt wechseln. Da geht nichts mehr. Der ist verletzt. Ist aber schon bitter, wenn du nach 5 Minuten ausgewechselt werden musst, weil du verletzt wirst. Kandreva verletzt, raus für Immobile kommt. Und da ist nicht der Ausgleich, aber das war schön gefährlich. Wunderbar. Also wenn Spanien gegen die Türkei nachher spannender wird, dann genauso spannend zumindest, dann habe ich eine gelungene Aufnahmesession hier. Wir haben 11 Minuten gespielt und ja, schon 2 Schüsse aufs Tor, jeweils 1 verteilt. Und ein Traumtor haben wir auch schon gesehen. Also, wenn die nächsten 80 Minuten so weitergehen, da freue ich mich drauf. Zengin sieht Berg. Wow, und Buffon. Eieiei. Die Schweden sind auch wach. Aber Buffon ist auch hier. Und er ist wach. Und wie wach er ist. So, Eckball für die Schweden. Mal schauen, was daraus wird. Kallström. Larsson. Zengin. Ekdal, der Unglücksvogel bisher. Der Pechvogel hoch 10. Sieht Larsson. Ekdal. Larsson. Ibrahimovic. Larsson. Setzt sich durch. Ne. Und es war kein Foul, es war Ball gespielt, alles fair. El Shaarawy, Parolo, Ciro Immobile. Jetzt müssen die Schweden schnell nach hinten wieder. Aber die Viererkette steht schon, da dürfte nicht so viel passieren. Eigentlich, aber das ist Italien, Immobile. Einwurf. Desgiglio. Verliert den Ball gegen... Ich habe jetzt nicht gesehen, wer es war. Tut mir leid. Und wo? Kein Foul. Kein Foul. Aber Berg liegt noch am Boden. Besser gesagt, er sitzt noch am Boden. Er hat es ganz schön mitgerissen. Immobile, kommt er noch dran? Ne. Hier sehen wir Marco Parolo. Und Berg hat sich auch verletzt. Tja. Schön. 2 Verletzte innerhalb von 24 Minuten. Sehr geil. Zengin. Wendt. Oskar Wendt. Der Gladbacher. Auf Kallström. Wendt. Eckball für Schweden. Ich glaube schon die dritte Ecke. Und hier ist Kandreva, der hat sich ja verletzt bei der Aktion vorhin. Was macht denn der für ein Gesicht? Und hat eine gekifft zwischendurch, wie es ausschaut. So, Ecke kommt. Wundert mich, dass Berg noch nicht ausgewechselt wurde, aber okay. Kallström. Ne, Buffon. Desgiglio. Direkt bedrängt von Ibrahimovic. Ah ne, das ist ja gar nicht Ibrahimovic. Doch, das ist... Nee. Die haben beide lange Haare gehabt gerade eben, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, aber Ibrahimovic hat ja noch den Dutt hinten, oder wie das Ding heißt. Und das war abseits. Und mein Abendessen kommt. Passenderweise italienisch. Pizza gibt's heute. Jedes Mal, wenn ich Italien-Spiele aufnehme, werde ich gestört beim Aufnehmen. Das kann doch nicht sein. Gegen Belgien schon. Da war dann die Lena Zuschauerin hier. Oh Mann, ey. Und jetzt wird meine Pizza noch kalt, weil wir noch in der ersten Halbzeit sind. Oh Mann, ich darf nie wieder Italien kommentieren. Oh oh. Ekdal. Bengtsson. Ibrahimovic kommt nicht dran. Kallström sieht Ekdal und der wird ganz schön umgesetzt. Da hat er Glück gehabt.
15 gehen. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich gestört. Gleich geht hier bestimmt die Tür auf. Und es gibt keinen Freistoß. Oh, jetzt wird wieder geklopft. War ja klar. Jetzt geht die Tür auf. Mal schauen, was jetzt passieren wird. Jetzt kommt wahrscheinlich die Pizza gleich rein. Dem ist so, die Pizza ist da. Entschuldigung, falls wieder eine Tür zugegangen ist. Oh, rot! Glatt rot für Ekdal. Ja, wunderbar. Dem geht's heute richtig gut. Ah. Pizza ist eh noch heiß. Kann ich eh noch nicht essen. Das ist übrigens kein Zeichen dafür, dass ich jetzt Italien favorisiere. Persönlich. Nur weil ich jetzt hier eine Pizza habe. Es liegt einfach nur daran, dass Köttbüller hier in der Nähe nicht so oft gibt. Ja. Nee. Also ich habe noch nie einen hier in der Gegend gehört, der gesagt hat, komm, wir gehen heute zum Schweden. Und der nächste Schwede verletzt. Jetzt haben wir schon 3 Verletzte in der ersten Halbzeit. Was ist hier das für ein Spiel? Eine rote Karte, ein Traumfreistoß. Boah, dieses Spiel hat alles. Ich hoffe, dass Spanien gegen Türkei ähnlich spannend wird und lustig. Mal schauen, das war kein Abseits. Larsson kommt nicht hinterher und da steht Pelé. Der verliert den Ball. Jetzt könnte es schnell gehen für die Schweden. Ibrahimovic. Und der müsste jetzt eigentlich schon wieder rüber spielen. Und der verliert den Ball. Ibrahimovic, der sich selbst als Gott bezeichnet. Ja. Man kann halten, was man von ihm will, aber kicken kann der. Meine Meinung. Halbzeit. Oh, schöne Ablenkung. Halbzeit. Also die Highlights will ich euch alle anschauen lassen. Und da packe ich mir doch erstmal die Pizza hier aus. Oh, sieht die schön aus. Mit riesigen Schoten drauf. Lecker, lecker. Dann beiße ich mal in meine Schote rein. Oh, hier habe ich. Ah. Da bin ich Zunge verbrannt. Ah. Heiß, aber lecker. Uah. Viel zu heiß. Entschuldigung. Schauen wir uns nochmal das 1-0 an, bevor wir in die Halbzeit gehen hier. Was ein Tor. Keine Chance. Hier die Chance gleich danach. Also hier ging es echt im Sekundentakt. Also selten bei so einer simulierten Partie so eine Halbzeit gesehen. Naja. Mal gucken, was die zweite Halbzeit bietet. Bestimmt jetzt sau langweilig. Keine einzige Chance. Das wär's. Herz drüben. Die Schweden müssen was machen, sind aber nur noch zu zehnt. Müssen irgendwann wahrscheinlich auf Konter gehen. Beziehungsweise einfach alles nach vorne werfen und hoffen, dass sie keinen Konter kriegen. Weil am Ende kann auch die Tordifferenz entscheiden. Toivonen. Kerlström. Wernblom. Sieht Larsson außen. Der sieht Wernblom. Blöm. Das ist Kerlström. Toivonen. Wernblom. Larsson und Ibrahimovic. Aber es war abseits. Oder faul. Das sah so ein bisschen aus wie ein Foul. Ja. Ich will die Pizza essen. Ibrahimovic. Kerlström. Sengin. Wernblom. Die Schweden, die machen Druck. Müssen sie ja auch. Pelé. Oder Pelé. Parolo. Pelé. Italien schon wieder am 16er. Ciro Immobile. Und nichts.
So, ich pack mal kurz die Schote aus. Wie immer lecker, Larson, kommt nicht dran. El Sharabi. Immobile. Kommt nicht mehr dran. Einwurf für die Schweden. Die haben noch 25 Minuten Zeit, das Ding hier zu drehen. Und jetzt kommt Bertolacci für Parolo. Italien will das 1-0 halten. Und Schweden muss das 1-1 machen. Wendt, sieht Milosevic, die waren ziemlich in die Ecke gedrängt, gerade durch die Italiener. Ibrahimovic, so weit hinten habe ich ihn selten gesehen. Toivonen. Ibrahimovic. Karlström. Zengin, kommt nicht an. Wenn ihr ab und zu mal irgendwie einen Tonaussetzer hört, dann liegt es daran, weil irgendeiner von meinen Eltern die Tür immer so zuhaut. Die können nicht die Tür normal schließen. Nö, die müssen sie richtig schön zubatschen, dass auch wirklich alles hier scheppert. Das machen sie immer so. Das merkt nur keiner. Marchisio. Desciglio. El Sharabi kommt nicht gut. Isaksson ohne Probleme. Aber so langsam rennt Schweden die Zeit davon. Aber man möchte anmerken, Belgien hat auch erst in der, war es im 90. schon, den Ausgleich geschossen gegen Italien. Das gibt vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, aber nur Hoffen allein bringt auch nichts. El Sharabi. Pelé. Marchisio. El Sharabi, jetzt könnte er rüberspielen. Genau, Immobile. Und das gibt kein Eckball. Es gibt Eckball. Warum hat er den da weggeschossen? Egal. Jetzt kommt Forsberg für Zengin. Forsberg von RB Leipzig. Zu diesem Verein werde ich jetzt mich nicht äußern. Es reicht schon, dass er überhaupt in diesem Let's Play erwähnt wird, beziehungsweise im Let's Commentate Tieren, Commentatieren. Pirlo. Und Kontermöglichkeit für die Schweden. Ibrahimovic. Forsberg, frischer Mann. Milosevic. Larsson. Karlström. Einwurf für Schweden. 83 Minuten sind gespielt. Nicht mehr viel Zeit. Die Schlussphase wird nochmal interessant werden. Hier, Karlström. Flanke kommt. Und, nee. Da reißen sie sich alle gegenseitig um. Jetzt liegt schon wieder einer am Boden. Ne? Ein Italiener. Marchisio, Kontermöglichkeit. Darmian, der schickt Pelé. Und das sieht sehr gut aus. In der Mitte komplett frei. Jetzt ein Schwede da, aber kommt er noch dran zu El Sharabi? Nee, aber Darmian sieht Bertolacci. Bertolacci! Die Entscheidung für die Italiener. Keiner bei ihm. Alle haben ihn nicht gesehen. Alle haben sich auf El Sharabi konzentriert. Tja. Und so schnell wird aus Hoffnung Ernüchterung. Italien mit 4 Punkten so gut wie im Achtelfinale. Zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich glaube nicht, dass in diesem Spiel noch was passiert, aber Immobile hat sich verletzt. Was ist das für ein Spiel heute? Leute. Ein Festival des fürs Krankenhaus. Ibrahimovic, Johansson. Die Schweden probieren es nochmal. Aber es ist jetzt ein bisschen zu spät, finde ich.
Aber das wird zu diesem Spiel passen, wenn es hier noch unentschieden ausgehen würde am Ende. Jetzt kommt nochmal El Shaarawy. Diesmal klappt es aber nicht. Immobile, doch. Damian kommt dran, aber so nicht. Gleich wird der Schiedsrichter, glaube ich, das Spiel abpfeifen. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Ja, Italien gewinnt gegen Schweden mit 2:0. Und ich esse jetzt Pizza. Was für ein Spiel. Wenn es in echt genauso spannend wird, dann Respekt. Trotzdem eine starke Leistung von Schweden. Nur am Ende eben wieder die Chancenauswertung. Und natürlich, klar, man darf nicht vergessen, dass sie die komplette zweite Halbzeit nur noch zu zehnt waren. Durch so ein blödes Foul. War es das? Ich glaube, das war schon das Foul. Nee, das war die siebte Minute. Das war die Chance vor dem Freistoß hier. Ich will den noch einmal zeigen hier. Das war so ein schönes Tor. Ja. Isaksson ohne Chance, wie gesagt. Egal, jetzt esse ich Pizza. Und morgen sehen wir uns wieder mit der Partie Portugal gegen Österreich. Ich freue mich drauf. Bis morgen. Ciao.